Ich bin ganz besonders froh, heute Silvia Čepka neben mir zu haben. Sie hat morgen im Finale eine vierjährige Stute, Sparkling Good Times. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Erzähl mal ein bisschen was über dich und dein Pferd. Über mich und mein Pferd. Also erstmal über das Pferd. Ist eine ganz, ganz tolle Stute. Also für mich ein absolutes Ausnahmepferd. Ja. Ich habe sie erst seit ein bisschen über einem halben Jahr. Es ist unsere erste große Show, deswegen bin ich natürlich sehr happy, dass ich sie gleich ins Finale gebracht habe. Ich hatte sie hier einmal am Breeders' Derby dabei zum Ausprobieren. Mhm. Und ja, momentan läuft alles nach Plan und wir freuen uns riesig aufs Finale. Super, das ist ja ganz toll. Und in Level 4 und in Level 3, das ist ja schon mit dem Score, den ich gesehen habe, schon wirklich eine beachtliche Leistung. Und erzähl noch ein bisschen was über die Show. Wie sind die Bodenverhältnisse? Ist alles so zu deiner Zufriedenheit? Ja, also ich finde, die Show entwickelt sich immer mehr zum Positiven. Ja, also es wird wahnsinnig viel verändert und gemacht. Am Boden konnte man es diesmal, finde ich, extrem merken. Für mich finde ich es toll, dass einfach mehr Sand drinnen ist und dass auch so die Anregungen echt angenommen werden. Und also ich bin rundum zufrieden. Super, dann bleibt uns eins, die Daumen drücken für morgen. Alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Danke.